Dank, Jasmin. So, nach so viel Spaß wird es jetzt ganz schön ernst. Wir haben eine Institution im Wettbewerb mit dem unaussprechlichen Namen, den ich nächtelang geübt habe. Ich habe nächtelang nichts anderes getan, als das auswendig zu lernen. Und wer das Verein, Verein... Quatsch mir da nicht rein, ich habe nächtelang geübt. Verein, da ist er. Verein und Förderung der Schwelmer Brautradition. So, der Enzo, als er das gelernt hat, hat er Bier getrunken und er hat das einfach nicht hinbekommen. Deswegen bin ich froh, dass er heute noch nüchtern ist. Noch, das sieht nach der Prüfung anders aus. Und alle aus Schwelm, die wissen, was mit der Schwelmer Brauerei geschehen ist. Und dieser Verein hat ja dann irgendwann angefangen, selber Bier zu brauen. Später haben sie mehr selbst... Ah, der Steve ist da! Hallo, Steve. Ja, herzlich willkommen. Steve, Veranstaltung direkt nebenan. Schaut trotzdem vorbei. Herzlich willkommen. Danke. Ja. Und nur um zu supporten, und zwar die Jungs, die irgendwann mehr getrunken haben, als sie selber brauen konnten. Deswegen haben sie das irgendwann aufgegeben, für euch mitzubrauen. Was sie aber angefangen haben, nachdem sie gebraut und gesoffen haben, war... Das Singen. Und sie sind wirklich, wir kündigen es nicht einfach nur so an, sie sind die Meister der vergessenen Texte. Die Großmeister der verpatzten Ansätze. Manchmal finden sie den Weg zur Bühne nicht rechtzeitig. Wir sind wirklich sehr glücklich, dass sie jetzt schon da stehen. Sie haben jetzt... Das ist absolut genial. Sie haben eine CD aufgenommen. Da ist ein halber Titel drauf, weil sie in der Mitte vergessen haben, weiter zu singen. Aber sie sind heute Abend wieder für euch hier. Die ultimativen Bierbrauser.
reicht. Johnny, du bist mein bester Freund. Johnny, du bist mein bester Freund. Johnny, du bist mein bester Freund. Bitte, wenn ihr eines Tages die Olympiahalle füllt, gibt's sowas? Olympiahalle? Das Olympiastadion füllt, denkt an uns zurück. Es ist immer wieder eine Freude mit euch. Vor allem habt ihr, das ist ja das Geilste, die haben aus ihrer eigenen, selbstgebauten Kneipe diese muffigen, verpufften Sessel mitgebracht. Normalerweise spielt man Mute. Gut. Die Mikrofone auf. Ja, aus sein. Aber fürs Intro aus, naja, so kann man es auch mal machen. Das geht auch. So kann man künstlich für Ruhe sorgen. So, die nächste Nachbarschaft. Da ist echter Whisky drin. Man macht sowas mit Eistee oder so. Das sieht dann auch echt aus. Das reicht. Wenn man Whisky, Olaf.